Hey, gleich. Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren oder seit langem mal wieder einer Fortnite-Action-Runde. Ja, wie ich es ja schon in meinem letzten Video gesagt habe, der Herr Sofort ist von dem Schwert so abgenervt, dass er jetzt heute eine Zorni-Runde gemacht hat. Und ja, zieht euch das mal rein. Die Frage ist, habt ihr, also ich habe bis jetzt noch keine Runde in der Form gesehen bei dem 2020-Modus, dass einer alleine 40 Kills gemacht hat. Ja, der Herr Sofort war heute im Rage-Mode, vor lauter Schwert, Schwert, Schwert und Scheiße. Ich habe mir echt gedacht, hey, da kriege ich doch bestimmt noch Freunde auf dem Fragen, oder gar nichts. Man kriegt bei 20 Kills Freunde auf dem Fragen, aber bei 40 nicht mehr. Nein. Das so, verstehe ich also. Nicht. Also, ich schaue ja, jetzt mal ins Gameplay rein. Oh nein, nicht zurück. Ab ins Gameplay. Okay. Ich spule mal ein bisschen nach vorne, weil ich hier nirgends einen Kill. Wir gucken uns jetzt mal 40 Kills an in einem Match. Von Herrn Sofort alleine gemacht. Da kommt gerade kein Sound her gleich. Dann musst du das Ding wahrscheinlich wieder raus und wieder reinmachen. Ja, dann kurz das Mikro wahrscheinlich nicht. Das kann gut möglich sein. Achso, da ist schon der erste Kill. Ich pausiere mal ganz kurz, Leute. So, jetzt? Ja. Ja, jetzt hört man es. Jetzt gehen wir. Können wir es ein bisschen leiser machen, weil sonst fliegen nämlich den Leuten die Ohren weg. Ja, okay, machen wir es so. Du ganz kurz hier mit dem Bomben aus. Schön. Essen. Hast du okay? So, jetzt dauert es ein paar Minuten, bis die anderen Kills alle kommen. Soll ich jetzt ein paar Stunden? Nö, lass mal. Wir gucken jetzt mal, was du so machst. Ich hab gar Gegner gesehen. Herr, aber da. Das kann ja gar nicht sein. Guck mal, da drüben sind nämlich welche. Siehst du das? Alle Stelle, ja, und? Ja, gegen die habe ich schon abgekämpft, vielleicht. Ja, aber die hast du dann wohl scheinbar nicht getötet. Doch, die habe ich getötet. Ich glaube schon. Ich war gerade eben noch am Kampf. Ich habe gerade wie das in der Replay von so einem aussieht. Kill, 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 kill. Ja, und damit stellt sich wirklich die Frage, ob er sofort, ja, ist er gut genug, in einen großen Clan reinzukommen oder nicht. Wir werden das Video auch gerne mal da weiterleiten und ich bin mal gespannt, ob da irgendeine Antwort zurückkommt. Gucken wir einfach mal. Ne? Ich habe schon zwei Kills. Kurze Sound war gebackt. Stimmt, der Kill ist da noch gar nicht zu sehen. Naja, aber da stimmt doch was nicht. Ja, doch, der Kill ist oben, oben bei 2. Ja, aber da unten? Ja, sieht man ja nicht. Das ist in der Wiederholung. Ich muss so auf Safe spielen, weil ich weiß, dass sind so viele. So, was mache ich natürlich? Ich springe runter. Ich sehe ja auch immer die Leben von den Leuten. Ja, und das finde ich ziemlich cool in der Anzeige. So, ab nach oben. Das heißt, ich springe jetzt daher. So, jetzt habe ich noch. Ich muss mich noch mit den anderen Typen kümmern. Kill Nummer 3. Ja, Kill Nummer 3. Das war natürlich nicht so, das hat man nicht gesehen. So, das hier. Wie es aussieht. Wie witzig. Der hat, zeigt einfach den 360 nicht an. Weil ich es zu schnell gedreht hast. Ja, ich weiß. Ja, ich muss den nicht dann sehen, bis ich nicht sonst kann ich, mit meiner niedrigen Sensi kann ich mich gar nicht drehen. Da unten. CD4P4. Ich weiß auch nicht, wie man noch so einen Namen kommt. Keine Ahnung, ich weiß. Einfach auf die Tastatur geschlagen. Ah nee, das war doch der Nose-Skill von Kaleben. Warte. Ich finde, das war so witzig. Der Omega und der Noskin von Kalin, den werdet ihr in dem Gameplay noch ein paar Mal. Hast du den ein paar Mal getötet oder was? Er ist aber auch wirklich, also er ist sehr unkoordiniert. Das muss man wirklich sagen, ja. Also da habe ich ein bisschen schwerere Gegner bei mir da hinten gehabt. Hä? Zu dem Zeitpunkt hatte ich am Piano gespielt. Ich hätte auch den zerstört. Ich hätte auch deine Gegner zerstört, 100%. Nochmal, zu dem Zeitpunkt war ich am Piano. Und hatte dort Teammates gehabt, die sich gegenseitig beschossen haben, weil sie sich ständig gegenseitig gestört haben. Ja, toll, herzlichen Glückwunsch. Das war super schön.
Ich glaube, mehr Kills haben einfach nicht in ihre Replay-Zeile gepasst. Oder? Naja. Ja, siehst du ja, da geht da ist ja gar nichts. Und den zu snipen. Schon witzig, wenn man das hier dann sieht, ne? Wenn man das hier sieht, was hier alles so. Welche Gegner hier überall sind, ne? Das ist schon witzig irgendwie. Wenn man dann sieht, oh, da wurde ein gezielt, wo man es gar nicht merkt. Ja, ja, genau. Ist immer so, oh Gott, da achtet eigentlich nie drauf. Und deswegen finde ich das, diese Wiederholung teilweise auch sehr, sehr interessant, ja. Ja. Da sieht man auch mal, wie die anderen dann tatsächlich gespielt haben. Den habe ich auch versucht zu snipen. kläglich gescheitert. Aber snipe. So, jetzt. Ach ja, genau. Ja, dann, das dann ist noch nicht if you like. Ich snipe nicht gerne. Ich liebe Snipen. Inzwischen. Ich überhaupt nicht. Ich liebe einfach Pumpgun Fights, wo man seinen Skill beweist. Ach, das war ich einfach. Pumpgun Fights beste. Da suchen sie aber schon den ersten Namen und jetzt geht's wieder richtig. Nee, geht's noch nicht, oder? Ich weiß gar nicht. Also da oben geht's jetzt gleich los. Laut dieser Anzeige muss jetzt gleich ihr richtiges Action Play sein. War schon wieder der am Anfang, da hab ich mich so kaputt gemacht, oder? Ich hab mich nicht so. Ich bin noch kurz in die Info, dann kannst du nur verpackt werden. So, und dann gehen wir mal hier rüber, ne? So, jetzt geht die Action los. Ja, sofort alleine. Pass auf, snipe, bam, tot. Nochmal einen Hit geben. So, der nächste! Guck schon wieder nach der Omega! Der Omega hier. Hab ich den da bekommen? Teammate mit seinem Flugzeug. Ein Teammate mit seinem Flugzeug durch meine Bögen durchgeflogen. Ich bin natürlich ein bisschen überrascht. Hat ein bisschen was von Tontauben schießen, nur dass die da sich tatsächlich richtig bewegen aktiv. Und auch zurückschießen. Ich war so genervt. Ja, der dritte Kill in dieser Runde, wo der mir weggenommen wurde. Der dir weggenommen wurde. So, jetzt Achtung, der Kill ist witzig. Tot. Alter Vater. Zu dem Zeitpunkt waren es noch 14 Leute bei uns, okay? Ja. Die sind nach und nach alle geliebt. Da lagen noch 200 Holz, aber ich weiß gar nicht, wo das ein Gegner ist. Ja, da hinten war ein Gegner, glaube ich. Oder? Nee. Nein? Nee, war kein Gegner, okay. Das ist jeder diesen doofen Team hat. Keine Ahnung, warum man keine Füße hat. Wo zielt er denn in diesem Gameplay hin? Jetzt bin ich gleich gestorben. Alter, guck dir das mal an, wie viel Leute ich sag. Oh, ist so schön, da hat es eine ganze Armee gebraucht. Oh Gott, nein. Nein, Gameplay. Nein, ich bin nicht eliminated. Hallo, mach was. Game! Da. Ich sterbe noch ein paar öfter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Mal. 7 Mal gestorben. Ja.
schwach. Nochmal. Ich bin noch einmal gestorben. Ja, du hast aber auch nur 2 Kills gehabt. Nein, ich habe 4 Kills gehabt. Du hast 40 gehabt, ich 4. Ich bin aber auch nur einmal gestorben. Okay. Okay. Guck mal her, das ist zack, 130. Dann kommst du raus. Stell dir vor, der Modus mit dem Schwert. Der ist nicht so schwer. Ich weiß, aber wenn du das da jetzt hättest, du könntest damit gut umgehen, würdest du alles wegrasieren. Also erstens kann ich mit dem Schwert nicht umgehen, zweitens will ich nicht. Ja, weil es wahrscheinlich irgendwann wieder draußen ist. Alter. Weil das, was jetzt passiert, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ja, Trimax hat ja da ein schönes Video dazu gemacht. Achtung, ist da tot. Trimax hat ja ein schönes Video dazu gemacht, jetzt gab es ja wieder ein Turnier und jetzt am Samstag ist eigentlich das Finale. Da geht es um $500,000. Ja, und eigentlich fast alle, die sich nach vorne platziert hatten, hatten das Schwert. Die haben dann teilweise so 12 Kills gemacht und so. Und wir haben ihre typischen Skirmish-Boxen gemacht und die sind mit dem Schwert einfach nur mitten durch. Also total sinnfrei dieses Turnier gewesen. Kannst du mal ein bisschen das Gameplay kommentieren hier? Ja, kann man ja, aber das ist eigentlich auch ganz interessant. Deswegen, also wer jetzt eventuell erwartet hat, dass der Herr sofort die 40 Kills hier mit dem Schwert macht, das ist nicht der Fall, wie man hier sieht, sondern klassisch, richtig. Mit Skill, nicht ohne Skill. Ja. Ohne Skill geht's nicht. Mit ein paar HP. 31 Kills sind es jetzt schon. Und Leute, das Traurige war, das seht ihr gerade nicht. Wir hatten noch fast verloren. Wenn es 20 Kills weniger gab, hätten wir verloren. Ja gut, guck dir das an. Wir haben 10-19 Leute nur noch gehabt, ja. Ich habe übrigens den finalen Kill gemacht. Ja, ich bin jetzt zum Schluss so oft gestorben, einfach aus dem Grund, weil ich so hart auf diese 40 Kills jetzt. Ich wollte so hart diese 40 Kills haben. Das war so krass. Ich wollte unbedingt diese 40 haben. Ich hab ihn noch getötet mit dem Trap, aber ich wurde ihn auch getötet. Aber ich hab ihn getötet mit dem Trap. Mhm. 32 Kills. Mhm. Da hat dann irgendwann der gleich zu mir gesagt, er ist nur einmal gestorben. Dann hab ich gesagt, ja, ich hab ohne so hohe Killzahl und dann hab ich gar nicht geguckt. Egal. Nee, die Killzahlen hatte ich noch. Ja gut, ich hab jetzt gedacht, dass du so die klassischen 15, 16 Kills hast, die du meistens hast. Ich hab meistens 20. Ja, zu dem Zeitpunkt hast du meistens so 15, 16. Ja, meistens. So, am Ende hast du meistens 20. Aber dass du da schon so viel haben würdest. Weil also die wäre eben ist gleich tot. Also es hat wirklich irgendwas von morgen, ja. Ist schon ein bisschen krass, muss ich sagen. Ich hab mich runterinitiiert, ne? Ich hab gedacht, okay, der ist da unten, aber dann hat er sich zur Seite gegrabbelt. Nämlich. Da muss jetzt öfter nicht wieder einfach so famous Sandwich wurde. Die Leute kennen mich, kannten mich dann alle. Die sind einfach zu fünf oder so. Ich fand das irgendwie witzig. Ich hab ein bisschen am Lägen, aber nur weil die Leute sind. Wohlgemerkt, ich meine, das, was du machst, ist ja jetzt nicht. Es gibt ja solche Spieler, die nehmen einen Rocket Launcher
fliegen rein in die Gegner und töten sich selbst mit denen. Ja. Das, so machst du es ja auch nicht, sondern du kämpfst wirklich klassisch. Also. Warte mal. Oh. Und wenn dann halt fünf Leute um dich herum sind, dann sind halt fünf Leute um dich herum. Das ist halt klar. Und da hast du zwei Stück gleichzeitig. Hat sie aber bei der 40 angekommen. Ja. Ich habe genau 40 geschafft. 40 Kills hat er geschafft und dann hatte ich den finalen Kill noch geholt. Ja. Wir können da zu dem Zeitpunkt mal ganz kurz, ne? Können wir ganz kurz auf Vergleichssicht schalten. Wir können uns mal ganz kurz vergleichsschöne Kills angucken. Hat 4 Stück gemacht. Wir gucken uns mal seine ganzen 4 Kills an. Wir gucken mal, was der Geist. Oh, bin ich dreimal gestorben? Echt? Ja. Oh, jetzt kommt's raus. Bin ich dreimal gestorben? Wieso bin ich dreimal gestorben? Ich bin nur einmal gestorben. Was hast du? Da ist eine Klon oben. Den habe ich auch da runtergeholt. Den siehst du da leider nicht, aber den habe ich runtergeholt und das war mein Kill. Ja, bei mir leckt es jetzt hier irgendwie. Das ist wieder dieser klassische Leckfehler. Zum Glück ist es in meiner Anzeige und nicht in deiner. Ja. Weil bei mir ist relativ uninteressant, was da passiert. Ja, ziemlich. Ja. Deswegen, das können wir auch wegklicken. Bin ich dreimal gestorben? Ja, du bist dreimal gestorben, du siehst. Also, warum bin ich denn beim ersten Mal? Woran bin ich denn da gestorben? Das verstehe ich. Ach so, das war beim Piano. Ja, logisch. Ja, also, wenn euch das heutige Video ja gefallen hat, würde ich selber ein Like, ein Abo und einen Kommentar freuen. Ich habe 40 Kills geschafft. Ja, 40 Kills. Wie seht ihr das? Stark genug für einen Clan? Nein. Er will sich bewerben. Wir wollen uns. Ja, ich brauche mich nicht zu bewerben. Du kannst dich bei dem Nubi McNoob Noob Clan bewerben. Der ist so gemein zu mir, ehrlich. Ich bin immer gemein zu Tigern als Tiger. Ja, du bist gemein. Nein, ja. Ich bin gemein zu Waschbären als Tiger. So, also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Wenn ihr gerne sowas öfter sehen möchtet, dann. Das kann ja das nächste Mal der gleich. Was heißt ja immer, wie der Vater ist oder so, ne? Ich möchte mal gucken, ob das wirklich so ist. Der gleich mit seinen 4 Kills. Ich bin ja auch erst sehr spät. Guck mal, wann ich erst. Switch ja, mal zu dir rüber, wo, wie viele Kills du da schon gehabt hast. Da war ich erst beim Piano fertig, beim ersten Mal, wo ich gestorben bin. Wie viele Kills hast du da schon gehabt? Zu dem Zeitpunkt hatte ich schon 31 gehabt. Nein, das war ja hier. Nein, das ist genau zur gleichen Minute. Guck, immer wo du switchst, ist immer wieder. Nein. Der gleiche ist bei der gleichen Minute. Du bist doch nicht bei meinem ersten, wo ich gestorben bin. Ja, es geht mir doch darum, wo ich vom Piano weg bin. Da musst du hin. Da. Ja, da bin ich beim Piano gestorben. Okay. Da hattest du wahrscheinlich schon, keine Ahnung, 10 Kills oder so. Keine Ahnung, was weiß ich. Und es hat mich so genervt. Da hatte ich bestimmt nur 11. Ja, ich hatte nur 11 gehabt. Es hat mich so genervt. Warte mal, wir können ja mal ganz kurz gucken, Leute. Wir gehen mal ganz ans Ende und wir gucken mal, ob ich Platz 1 war im Team. 2, 40, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 4, 1, 2... 1, 0, 0, 4, 2, 0, 0. Da war ich ja mit einer der Stärksten, auch ja. Mit meinen 4 Kills. 0? Was ist denn das? Ich war ja einer der Stärksten. War ich der Einzige, der Kills gemacht hat? ja, gut. Und ich hab 40 gemacht. Hey, ich war der Zweitstärkste. Ja. Und das, obwohl ich das halbe Match beim Piano war. Alter, da merkt ihr, Leute, wie unfassbar schlecht die Leute in diesem 50-50 sind, in diesem 2020. Leute, so. Da laufen nur so Leute rum wie ihr gleich, die können ja ganz einfach. Ey, das ist jetzt richtig fies. So, also. Also, wenn ich das hätte gefallen, würde ich dann mal sagen, davon. Warte mal, du kannst mal, geh nochmal auf mich drauf, weil vielleicht sieht man ja, wie blöd die sich da am Anfang angestellt haben. Beim Piano, das war wirklich, also sowas von lächerlich. Muss noch ein Stückchen zurück. Die haben sich dann gegenseitig, also sind sie sich gegenseitig ständig aufs Piano gelaufen. Und haben sich dann auch noch gegenseitig beschossen. Ich habe dem dann auch noch versucht zu zeigen, dass diese eine Note, die er da spielen wollte, dass das die falsche war. Und er auf die schwarze Taste gemusst hätte. Es war echt unfassbar, was die... Er muss noch weiter zurück, weil da war ich dann schon alleine. Da waren sie, glaube ich, noch zu zweit und haben sich ziemlich... Banane. So. Aber die anderen beiden sieht man gerade gar nicht, ne? Siehst nicht, das ist lag. Schade. Ja, also auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr bedanken. Bis dann rein und tschüss. Tschüss.